Die Schrifttexte, liebe Schwestern und Brüder, die wir heute hören, wollen uns dahin führen, dass wir genau hinsehen und zu unterscheiden lernen. Und das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Denn wir müssen durch eine gewisse Widersprüchlichkeit hindurch, die in diesen Texten aufscheint, in dem, was Jesus uns lehrt, in dem, was wir durch den Propheten Jesaja in der Stimme Gottes erkennen und hören. Wenn Jesus deutlich sagt und kritisiert zunächst die Schriftgelehrten und Pharisäer, dass sie in keiner Weise nachahmenswürdig sind, in der ganzen Fassade, die sie aufbauen, dann sind wir damit eigentlich schon fertig. Aber tut und befolgt alles, was sie euch sagen. Das gilt nicht nur für Schriftgelehrten und Pharisäer, das gilt auch bis heute in der Kirche. Die große Fassade, die manchmal das Amt vor sich aufbaut. Tut alles und befolgt alles, was sie euch sagen. Aber richtet euch nicht nach ihrem Tun. Das klingt so einfach. Das ist wie eine wunderbare Lebensregel und ist ungeheuer schwierig. Vielleicht hilft uns die andere Widersprüchlichkeit, wenn wir zunächst sehr unangenehm angesprochen werden bei Jesaja. Das hat sehr ganz konkrete Anweisungen und auch dann Konsequenzen. Vernimm die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra, Sodom und Gomorra, die ungehorsamen Städte, die alles Mögliche treiben, nur nicht Gott gehorsam sind. Lasst ab von eurem üblen Treiben. Sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten. Also wie ein ganzes Sündenregister, das da aufgezählt wird. Und das ist tief in die Kiste gegriffen der Heiligen Schrift, wenn man jemanden als Sodom und Gomorra bezeichnet. Tiefer geht es kaum. Und dann kommt die Widersprüchlichkeit. Kommt her, wir wollen sehen, wer Recht hat. Wären eure Sünden noch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. So ist Gott. In seiner Kritik zuweilen hart, in seinem Zorn berechtigt und doch zugleich voller Erbarmen. Wir sollten diese Texte, wie es die Liturgie heute tut, miteinander lesen, damit wir gerade bei der großen Widersprüchlichkeit, der wir heute ausgesetzt sind, auch in der Kirche zurechtkommen. Und wir sollen es tun, was uns Jesus gestern schon gesagt hat. Wir sollen in allem den himmlischen Vater nachahmen, so gut wir können.